Am 15. Juli durfte ich das eindrucksvollste Eingreifen Gottes erleben, das ich jemals gesehen habe. Hannah stand auf und sprach über die Heilungskraft Gottes. Und dann meldete Praline sich und fragte, ob wir für den Zeh von Ashton beten könnten, weil sie meinte, dass er gebrochen war. Ashton konnte nicht mehr laufen und auftreten. Aber dann beteten wir für sie. Und daraufhin konnte sie hin und her gehen, ohne Schmerzen. Dann sprang Seth auf, der sein ganzes Leben an Zerebralparese gelitten hatte. Auch er wünschte sich Gebet, damit er geheilt werden konnte. Wir beteten alle für ihn. Und dann streckte er sich nach unten und war in der Lage, seine Zehen zu berühren. Das passierte alles so schnell, augenblicklich. Es war unglaublich. Und dann wurde Maddies Skoliose geheilt. Ja, das war wirklich einer der besten Momente, die ich in meinem Glaubensleben als Christ miterlebt habe. Ich bin hin und weg von der Heilungskraft Gottes. Ich bin mit Marosario hier. Ich war in der Klinik, aber sie hat mich mit in diese Veranstaltung gebracht. Gott hat das so gelenkt. Ich kam mit großen Schmerzen hierher. Seit Monaten habe ich Schmerzen. Aber in dem Moment, als für mich gebetet wurde, sind die Schmerzen weggegangen. Amen. Danke, Herr. Als Erklärung für Sie, vor einigen Monaten fing Hannah an, sich viel mit dem Thema Heilung in der Bibel, in Büchern und dergleichen zu beschäftigen. Sie hat einen Bruder, der Optiker ist. Und ein anderer Bruder ist auch Arzt, oder? Ja. Ist er auch mitgekommen? Nein. Also der Bruder, der Optiker ist, leitet eine Initiative, die humanitäre und missionarische Einsätze durchführt. Als nun ein Einsatz in Puerto Rico bevorstand, sagte Hannah, ich will mitkommen und für die Kranken beten. Ich möchte einige der Dinge, die ich gelernt habe, in die Tat umsetzen. Am ersten Tag, als du da warst, gab es sehr viele Heilungswunder. Wir haben eben Andrew davon erzählen gehört. Unglaubliche Dinge, die Gott getan hat. Meine Reaktion war, wir müssen Hour of Power und unseren Freunden von diesen guten Dingen erzählen. Also willkommen, Hannah. Erzähl uns erst einmal von deinen Beweggründen. Als dein Ehemann war ich überrascht, als du dir zu deinem Geburtstag gewünscht hast, kann ich mit auf diesen Einsatz gehen und du bleibst zu Hause und passt auf die Kinder auf? Ich will gehen und für die Kranken beten. Was hat dich bewegt? Ein Großteil der Gemeinde weiß vermutlich bereits, dass ich begonnen hatte, mich mehr mit dem Thema Heilung zu beschäftigen. Ich betete, Herr, in der Geschichte und in früheren Generationen hat es immer wieder Menschen gegeben, die große Heilungsveranstaltungen hatten. Menschen haben sofortige Wunder erlebt. Ich fragte Gott, Herr, was ist los? Warum können wir das nicht auch erleben? Und ich hatte den Eindruck, dass Gott mir sagte, das ist jetzt deine Generation. Geh, tu es. In mir hat sich so einiges geregt und ich bin zu der Überzeugung gelangt, es gibt einen toten Glauben und es gibt einen lebendigen Glauben. Wir können einen toten Glauben haben, der zwar sagt, ich glaube, ich glaube, ich glaube, aber solange wir nicht auch entsprechend handeln, ist es ein toter Glaube. Ein lebendiger Glaube handelt, er schreitet zur Tat. Also sagte ich, ich muss entsprechend handeln. Ich kann das, was Gott in mir bewegt, nicht tatenlos auf sich beruhen lassen. Deshalb habe ich dich gefragt, kannst du mit den Kindern zu Hause bleiben? Das ist schon eine große Aufgabe an sich. So konnte ich nach Puerto Rico reisen und es war eindrucksvoll. Zugegeben, es gibt noch viel, was ich nicht verstehe, aber zwei Dinge weiß ich mit Sicherheit. Erstens, es ist 100% Gottes Wille, alle Menschen zu heilen. 100%. In der Bibel lesen wir, dass Jesus herumreiste und alle heilte, die zu ihm kamen. Es gab nicht bloß einige wenige Glückliche, er heilte sie alle. Und es gab nur einen einzigen Ort, wo er nicht viele heilen konnte. Das war an seinem Heimatort, weil die Menschen dort nicht an ihn glaubten. Aber wenn Jesus das verkörpert, was Gott für uns will, dann möchte Gott alle heilen. Zweitens weiß ich mit absoluter Sicherheit, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Kannst du noch mal erklären, warum es dir so wichtig ist, das zu betonen? Weil ich den Eindruck habe, dass der Teufel, was war noch die erste ursprüngliche Sünde? Er brachte Adam und Eva dazu, Gott nicht zu glauben. Das war die allererste Sünde, Gott nicht zu glauben. Ihr werdet bestimmt nicht sterben. Was geschah mit ihnen? Sie starben. Satans Macht gegen uns besteht darin, uns dazu zu bringen, Gott nicht zu glauben, der absoluten Wahrheit nicht zu glauben. Ich glaube also, dass der Teufel uns ständig den Glauben ausreden will. Das ist das eine.
Ich weiß, dass unser Seelenfeind nicht ruht, aber darf ich kurz eine Bibelstelle weitergeben, die ich liebe? Im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 40, kommt ein Aussätziger zu Jesus und sagt zu ihm, wenn du willst, kannst du mich heilen. Aber liest man den Text mal im Zusammenhang, ergibt sich ein anderes Bild. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, er fiel vor ihm auf die Knie und bat, wenn du willst, kannst du mich heilen. Im nächsten Vers steht dann, Jesus hatte Mitleid mit ihm. Doch in einigen alten Handschriften steht dort, Jesus war verärgert. Das finde ich so vielsagend. Jesus war verärgert. Wie kommst du auf den Gedanken, dass ich dich vielleicht nicht heilen will? Ich glaube, der Teufel will uns einreden, vielleicht tut Gott es, vielleicht auch nicht. Nein, es ist für alle Menschen bestimmt. Die rettende Botschaft von Jesus ist eine Kraft, die alle befreit, die darauf vertrauen. Im Originaltext bedeutet diese Befreiung griechisch Sozo. Nicht nur seelische, sondern auch körperliche Heilung. Alle können das erleben. Ich sage immer, bist du in dem Wort allen mit eingeschlossen, dann gilt das auch für dich. Ja, das stimmt wirklich. Das begeistert mich. Das Wort Sozo bedeutet das. Ich glaube, es gibt bestimmte Dinge, da müssen wir um Gottes Willen beten. Zum Beispiel, soll ich auf eine Uni gehen? Bei solchen Dingen kann man nach dem Willen Gottes fragen, aber eines stellt die Bibel glasklar. Wir dürfen nicht beten, wenn du willst, heile mich. Wir wissen doch, dass er will. Das Interessante ist, als du dort warst und wir uns übers Internet unterhielten, hattest du mir am ersten Abend von all den Wundern erzählt. Beispielsweise das Kind, das von Zerebralparese geheilt wurde. Das finde ich am eindrucksvollsten. Aber dabei blieb es ja nicht. Jeden Abend hast du mir erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich heute schlafen kann. Jeden Tag gab es mehr Wunder. Erzähl mir noch einmal davon. Liebe Freunde, wir dienen einem lebendigen Gott. Ja, es war unglaublich. Es ist wahr. Ich predigte die gute Nachricht von Jesus und die Teilnehmer am ersten Abend waren bereits Christen. Also rief ich sie auf. Lasst uns Gott glauben und nicht von uns selbst vereinnahmt sein. Lasst uns Gott glauben und unseren Glauben entfesseln. Dann beteten wir für Individuen, aber nach dem Beten sagten wir nicht bloß, schauen wir mal, ob sie vielleicht morgen eine Besserung ergibt. Nein, nach dem Gebet sagten wir, jetzt handle entsprechend deines Glaubens. Steht auf. Das Mädchen mit dem Zeh kam zuerst dran. Es war etwas, was sie vorher nicht tun konnte. Genau, wir sagten, steh auf. Dann fing sie an zu laufen und sie brach in Tränen aus. Ich dachte, oh, hat sie immer noch Schmerzen? Aber dann rief sie aus, ich bin geheilt. Sie fing an, umherzulaufen. Ich glaube, es macht ganz viel aus, nach dem Beten sofort entsprechend des Glaubens zu handeln. Etliche Leute haben von einer Wärme im entsprechenden Körperteil erzählt, die sie beim Gebet um Heilung spürten. Das hört man oft. Ja, nicht alle, aber einige, ja. Zugegeben, auch nicht alle wurden geheilt. Ganz so simpel ist es also nicht. Ja, ich würde sagen, dass 90% der Menschen, für die wir gebetet haben, irgendeine Form von Heilung erlebt haben. Das war unglaublich. Meine Frage ist, warum passiert das so häufig woanders, aber nicht hier? Dieselbe Frage hat auch an mir genagt, selbst auf dem Weg nach Puerto Rico. Ich betete, Herr, wenn du das dort tun kannst, kannst du das auch in den USA tun. Umso stärker war es, dass die geheilten Personen größtenteils amerikanische Missionare waren. Es waren die Amerikaner, die geheilt wurden. Ja, die meisten. Du hattest mit Hunderten gerechnet, aber keiner kam. Naja, ich dachte, es könnten 3 oder es könnten 100 sein. Aber du, Dakota und andere waren sehr aktiv. Ja. Ihr habt alles Mögliche unternommen, aber keiner kam. Stimmt, niemand kam. Trotzdem hat Gott all diese unglaublichen Dinge getan. An dem Abend, als niemand kam, war eine junge Frau bei mir, eine Lobpreisleiterin, und sie bat mich, kannst du für meinen Knöchel beten, der bringt mich um. Es war die eine Person, die kam, oder? Nein, sie war für den musikalischen Teil zuständig. Sie war da und ich betete für sie. Ich forderte sie auf, okay, steh auf, handle entsprechend deines Glaubens. Sie wagte einige Schritte und sagte, es ist ein bisschen besser, aber nicht ganz. Wir beteten noch einmal, sie wagte weitere Schritte und rief dann aus, oh, der Schmerz ist weg. Den ganzen Rest des Einsatzes habe ich sie immer wieder gefragt. Irgendein Schmerz? Sie sagte, nein, nichts. Großartig. Ich sagte mir, Gott ist immer noch derselbe. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Deine Botschaft ist, vertraue ihm. Glaube, dass es sein Wille ist, dass du gesund bist. Genau. Hör nicht auf andere, 100%. Alle sollen geheilt werden. Schau auf das Leben von Jesus. Amen. Hannah, ein herzliches Dankeschön, dass du gegangen bist und uns davon erzählt hast. Das ist eine große Ermutigung. Wir haben dich lieb. Ich euch auch. Danke.